Ein Grund für die Temperaturabhängigkeit der Photorespiration ist die Löslichkeit der Gase Kohlendioxid und Sauerstoff. Diese Tabelle zeigt, wie sich die Löslichkeit von CO2 und Sauerstoff ändert, wenn die Temperatur steigt. Grundsätzlich sind beide Gase schlecht wasserlöslich und damit auch schlecht löslich im Zytosol der Zelle. Zudem ist CO2 rund 20 Mal schlechter wasserlöslich als Sauerstoff. Mit steigender Temperatur nimmt die Löslichkeit bei beiden Gasen zusätzlich ab. Für die Pflanze ist entscheidend, wie schnell die Löslichkeit bei steigender Temperatur sinkt. Beim CO2 nimmt die Löslichkeit schneller ab als beim Sauerstoff. Bei 35 Grad hat es dadurch zwar von beiden Gasen weniger in Lösung, aufgrund der unterschiedlichen Abnahme verschiebt sich aber das Verhältnis zugunsten von Sauerstoff. Man kann sich das wie bei einer Waage denken. Bei 5 Grad Celsius hat es von beiden Gasen mehr in Lösung. Deshalb sind die Kästchen hier größer. Trotzdem besteht ein Ungleichgewicht zugunsten des Sauerstoffs. Bei 35 Grad sinkt die Löslichkeit der Gase. Deshalb sind die Kästchen hier kleiner geworden. Weil die Abnahme unterschiedlich schnell ablief, hat sich das Ungleichgewicht verstärkt. Bei 35 Grad stehen jedem CO2-Molekül mehr Sauerstoffmoleküle gegenüber als bei 5 Grad.